Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns einen an, den ich so vorher noch nie irgendwie irgendwo mal gesehen habe, also die Marke. Und zwar ist das der Binella Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe dafür 88,90 Euro bezahlt. Der soll einen Warenwert von 208,24 Euro haben, werde ich nachrechnen. Und ich hatte so ein Booklet mit dabei, das sind die Produkte auch aufgeführt und ich habe den bestellt bei cosmeticforme.de. Werde ich euch in der Infobox mal verlinken und ja, hier haben wir einen wirklich sehr, sehr schönen hellblauen Adventskalender und da haben wir so einen schönen Weihnachts-Adventskranz, ne? Sieht richtig hübsch aus. Huch. Und wir haben hier ganz offensichtlich einen Kläppchen-Adventskalender. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein. Kennt ihr die Marke? Mir sagt das so nichts. Am 1. Dezember habe ich hier eine Ampulle drin. Da sind wohl alle Handampullen drin, aber sowas finde ich ja auch immer ganz spannend, ne? Das ist die Overnight Repair Ampulle und das scheint so eine Zwei-Phasen-Geschichte zu sein. 2 ml sind drin enthalten und sowas müsste man dann am besten vorher schütteln und kann das dann gut auftragen. Da hat man quasi oben so eine Ölphase und unten eine Wasserphase und das wird dann mit was auch immer die Haut reparieren. Auch am 2. Dezember erwartet uns eine Ampulle. Hier habe ich die Triple T Detox für Entgiftung und Schutz. 2 ml sind hier drin auch enthalten. Also ich glaube, die Ampullen haben generell hier auch 2 ml Inhalt, ne? Ja, sowas kann ich mir für morgens eigentlich auch ganz gut vorstellen. Oder so nach, wenn ich halt sehr, sehr viele Drehtage hintereinander hatte, was aktuell eigentlich permanent quasi ist durch die Adventskalenderzeit. Solltest du neu hier sein, abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal. Ich versuche euch so viele Adventskalender, vor allem aus dem Beauty-Bereich, zu zeigen, wie ich unter die Finger bekomme. Öffne die für euch, bewerte die Adventskalender mit und für euch. Und ja, genau, da ist hier, glaube ich, ganz viel los in der nächsten Zeit und generell. Ansonsten lade ich nur ein Video pro Tag hoch und jetzt sind es halt ein paar mehr. Also, ne, wenn du möchtest, trete gerne meiner wundervollen Community bei und fühl dich wohl. Ich finde es hier immer ganz gemütlich, muss ich sagen. Finde ich schön, mag ich gerne leiden, dass hier sowas mit drin ist. Ampullen sind einfach in der Anwendung. Ja, die sind meistens so ein bisschen höher dosiert als ein Serum zum Beispiel. Das heißt, ich verwende eine Ampulle anstelle von einem Serum. Was man halt auch bei sowas machen kann, ist, dass man sich die aufteilt auf 2 Anwendungen zum Beispiel. Oder man macht halt wirklich Gesicht, Hals, Dekolleté und hat dann wirklich ordentlich zu tun. Kann das mit einem Gua Sha Stein einarbeiten oder so. Richtig cool. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die ist so ein bisschen eingeditscht. Das ist die Dermagetic Caviar Day Cream. Ich liebe Caviar. Also für Gesichtspflege, ne? Weil das ist so maritime Inhaltsstoffe und ich weiß nicht, ob das halt synthetisch hergestellter Kaviar ist oder echter Kaviar, müssen wir mal gucken. Eine Tagescreme mit 5 Millilitern. Hier wird natürlich jetzt auf den kleinen Typchen überall draufstehen, Sample not for sale, aber ich finde es okay. Also sowas ist entweder eine gute Reisegröße oder halt wirklich, um zu schauen, ob einem das gefällt, ob einem die Textur gefällt oder ob die Haut das verträgt, ne? Und wenn man das dann in groß nachkaufen will, kann man das ja im Prinzip danach machen. Hier haben wir die Nummer 4. Eine Ampulle ist hier drin enthalten, die Anti-Radical Stressless Ampulle. Aha. Soothing and Balancing. Also ich weiß ja nicht. Erinnert mich dann doch das ein oder andere an die Dalton-Produkte. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Dalton ist ja meine Hautpflegemarke des Vertrauens, ne? Auch ein langjähriger Kooperationspartner von mir. Es ist tatsächlich ganz interessant zu sehen, dass manche Ampullen, also eigentlich so viele der Produkte so, ne? Das ist irgendwie ein bisschen kompatibel gerade für mich. Ach, guck mal, das finde ich praktisch. Wir haben jetzt am 5. Dezember die Caviar Night Cream hier auch mit dabei. 5 ml sind hier drin auch enthalten. Also haben wir dann quasi erst die Tagescreme, dann die Nachtcreme. Die hier wird dann sehr wahrscheinlich etwas reichhaltiger sein. Schön. Das finde ich richtig cool. Ich glaube, wir hatten so einen ähnlichen schon mal im Balea oder Isana Adventskalender drin. Das ist am 6. Dezember ein Santa Lip Care Lippenbalsam. Wie cool ist das bitte? Schaut euch das mal an. Da hat der Lippenbalsam auch so eine Zipfelmütze auf, ne? Also das hatten wir doch, ich glaube, beim Balea Adventskalender. Das ist schon süß gemacht, auch mit den Sternchen da drauf, ne? Cool. Da haben sich also echt was Gutes einfallen lassen. Oh la la, am 7. Dezember haben wir ein relativ großes Produkt drin und zwar ist das Bodycare Aloe Vera Soothing Shower Gel und finde ich klasse. 50 ml, da haben wir dann auch wirklich hier was von Kopf bis Fuß in dem Adventskalender wohl drin. Wusste ich nicht, also ich habe mir auch nicht angeguckt, was drin ist vorher, ne? Ich habe den einfach blind bestellt, um euch den einfach mal vorzustellen. Aloe Vera ist für mich persönlich jetzt eher sowas für den Sommer. Ich packe den im Sommer aus, passt doch perfekt. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und passend zu der Aloe Vera Duschgeschichte haben wir jetzt hier eine Eincreme-Geschichte. Und zwar ist das ein Ginkgo Refreshing Body Lotion Produkt, eine Körperlotion mit 50 ml. Auch das würde ich eher so für mich persönlich im Bereich Frühling, Sommer
einordnen, ne? Aber ne, ich find's gut. Also auch passend und praktisch, dass es auch immer so zusammen ist irgendwie, ne? So Freunde finden sich und halten sich an den Händen gefühlt. Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über die gleiche Ampulle freuen wie auch in der Nummer 1. Und zwar ist es eine Overnight Repair Ampulle. Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich die gut finde, dann freue ich mich darüber, dass ich die zweimal drin habe. Ansonsten bin ich eigentlich eher so der Meinung, in einem Adventskalender, vor allem auch in dem Preissegment, möchte ich eigentlich keine Produktdopplung drin haben. In der Nummer 10 wird es mit Vitamin C weitergehen. Richtig toll. Hydra Balance Moisture and Vitality, auch hier wieder 2 Milliliter. Vitamin C verwende ich jetzt aktuell super gerne morgens, weil das halt so richtig schön Strahlkraft bringt. Und das in Kombination mit Hydra Balance, also das wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Hyaluron oder so sein, passt perfekt. Also ich verwende auch sonst ganz gerne mal ein Vitamin C Serum und kombiniere das mit einem Hyaluronsäureserum. Das mag meine Haut sehr, sehr gerne. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, gibt uns ein Kollagen Wrinkle-Free Produkt und zwar auch wieder eine Ampulle. Und ja, sowas wird dann etwas öliger sein, vermute ich mal, weil Kollagen ja meistens eher so reichhaltiger, öliger ist, ne? Also das für mich dann eher abends. Halbzeit. Die Nummer 12 enthält ein kleines Typchen und zwar die Matrix Prevent 24-Stunden-Creme von der Cell IQ Age Protect Reihe scheinbar. Und ja, sowas kann man dann morgens, mittags, abends gefühlt verwenden. Also immer, wenn man sie halt braucht, ne? Bin ich gespannt drauf. Was ich auch super interessant finde, ist, dass hier jetzt nicht irgendwie draufsteht, ich bin hier für eine sensible Haut, ich bin für ölige Haut, für Mischhaut, für trockene Haut und so weiter, ne? Sondern generell, gönn dir hart, ja, mal ausprobieren, ne? Auch hier übrigens 5 Milliliter drin. Achso, ich habe jetzt ja den Adventskalender zur Hälfte hier stehen. Ja, also 44, 45 habe ich ja im Prinzip dann für die erste Hälfte ausgegeben, ne? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, als hätte ich das jetzt wirklich erreicht. Dafür fehlen mir einfach noch ein paar etwas größere Produkte, aber ich kenne auch die Preise nicht. Ne, die es halt dort so gibt. Deswegen denke ich einfach mal, dass Binella da auch jetzt schon ordentlich was rausgehauen hat an Wert. Aber ich persönlich würde mich jetzt natürlich noch freuen, wenn wir halt auch so ein paar Full-Sizes oder so mit drin haben, ein paar Originalgrößen. Ne? Klar, die Ampullen sind ja eigentlich auch immer Originalgrößen, aber vielleicht noch irgendwie so eine große Augencreme. Aber die ist wahrscheinlich in eher einer 24 drin. Mal gucken. Der 13. Dezember hält auch wieder eine Doppelung für uns bereit. Und zwar die Anti-Radical Stressless Ampulle. Das ist diese hier. Und ja, damit soll man sich dann vor freien Radikalen sehr wahrscheinlich schützen können. Ja, ne? Das scheint übrigens eine Marke aus der Schweiz zu sein. Wusste ich nicht, ne? Im 14. Dezember haben wir Lotus and Silk, ein Precious Shower Gel drin, noch ein Duschgel mit 50 Millilitern. Interessant. Also ich glaube, dass das hier auch ein bisschen mehr so mein Vibe sein wird. Und das Aloe wäre halt wirklich so an heißen Tagen, wo man halt viel geschwitzt hat und so, um sich zu erfrischen. Und das hier ist dann eher so für Spa-Erlebnis für mich persönlich. Auch der 15. Dezember hält für uns eine Doppelung bereit. Und zwar haben wir hier auch unsere Kollagenampulle drin. Ja, schön. Und am 16. Dezember haben wir eine neue Ampulle drin, Black Orchid Extra Firm. Das hört sich auch sehr, sehr interessant an. Also das wird dann eine sehr schön glättende Ampulle sein mit Orchidee. Interessant. Ah, wir befinden uns jetzt eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember und das ist somit das größte Kläppchen gewesen. Da habe ich gedacht, was da wohl drin ist. Ja, Silver Glow Repairing and Refining Mask. Das ist eine Peeling Powder Mask. Nee, eine Peel-Off Powder Mask, Entschuldigung. Ja, das ist, da sind 15 Gramm drin. Sowas macht man normalerweise genau in eine Schüssel, ein bisschen mit Wasser. Dann kann man das auf das Gesicht geben. Eine dicke Schicht auf das gereinigte Gesicht. Aber gummiartige Textur, sowas ist das. Das finde ich spannend. Das möchte ich ausprobieren. Dann wird es halt nicht so eine, ich reiß dir alle Haare aus, Maske sein, sondern halt wirklich ein bisschen was anderes. Vor allem, wenn die auch reparieren soll, ne? Bin ich mal gespannt drauf. Die wird ausprobiert. Mache ich da Fotos von? Bestimmt. Auch am 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, haben wir wieder unsere Vitamin C Hydra Balance Ampulle drin. Schade, also wir scheinen wirklich alle Ampullen dann immer so zweimal drin zu haben. Muss ich ehrlich jetzt schon mal vorgreifen, Dalton regelt das ja immer ein bisschen charmanter. Du hast zwar alle Ampullen jeweils in einem Kläppchen so verteilt in dem Adventskalender drin, aber es ist eigentlich immer nur jede Ampulle einmal drin. Und das feiere ich persönlich ja schon sehr, weil jeder dann so in den Genuss kommen kann, sich jede Ampulle mal so anzugucken, weil die auch aus verschiedenen Reihen kommen und so. Aber zweimal und dann wirklich bei jeder Ampulle das so durchzuziehen, finde ich ein bisschen zu viel. Also da könnte man doch vielleicht ein paar mehr andere Sachen reinmachen. Ein Toner, ein Reinigungsprodukt fürs Gesicht oder so. Ich meine, ne, da kommen wir noch ein paar Tage. Trotzdem, das finde ich ein bisschen schade gelöst. Hier habe ich den 19. Dezember und es ist wieder diese Triple T Detox Ampulle drin, die ich dann halt so als Detoxing-Effekt, als wie auch immer, nehmen würde, morgens wahrscheinlich. Oder abends? Ja,
ich müsste dann bei der ersten Ampulle erstmal antesten und dann mal gucken, wann man die am besten einsetzt. Nicht, dass die dann quasi so den ganzen Schmodder rauslöst und das brauche ich ja nicht haben, bevor ich mein Make-up auftrage. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir eine Seife drin mit 65 Gramm. Eine Olivenseife scheint das wohl irgendwie zu sein, die so in so einer Herzform kommt. Sowas finde ich ja hübsch, ne? Schon süß gemacht. Doch, schon. Kann man machen. Ja, mit Meersalz ist es auch noch. Oh. Am 21. Dezember haben wir dann noch eine Augencreme drin mit 5 Millilitern. Grand Cru de Beauté Maximum Rich Eye Cream. Hört sich so an, als würde ich die sehr gerne mögen. Und so schaut das Tübchen aus. Das ist immer das gleiche Tübchen, einfach nur mit einer anderen Aufschrift. Ne? So. Auch am 22. Dezember, herzlich willkommen, es ist die zweite Schnapszahl, haben wir wieder so eine Peel-Off-Powder-Mask. Gold Glow Anti-Wrinkle and Hydrating. Also da bin ich wirklich saumäßig gespannt drauf. Man sollte die relativ schnell aufbrauchen, sehe ich hier. Also die läuft ab im Februar 2025. Das heißt, wenn man im Dezember den Adventskalender auspackt, dann sollte man zusehen, sag ich Leute. Und am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, haben wir die Black Orchid Extra Firm Maske nochmal drin, dass wir auch mit einer babyglatten Haut den Heiligabend begrüßen können. Und ja. Das ist doch schön, ne? Und jetzt gucke ich mal, was wir am 24. Dezember drin haben. Heiligabend, Leute, Trommelwirbel. Geil wäre es ja wirklich, wenn wir eine Originalgröße hier drin hätten, weil so langsam verzehrt es mich danach so ein Stück weit. Oh, No Age Lift Express Bio Proxyl 100 Eye and Lip Zone Refiner Augen- und Lippenkonzentrat. Das hört sich doch interessant an. 10 Milliliter sind hier drin. Sieht auch schon relativ edel aus in dieser Champagnerverpackung, ne? Also sowas stelle ich mir halt wirklich dann für abends vor. Und danach würde ich mir halt wirklich nochmal so eine reichhaltige Creme einfach drüber geben. Oh, das ist zum Rollern, ne? Weil als alleiniges Produkt wäre mir das wahrscheinlich nicht reichhaltig genug. Das wird ausprobiert. Interessant. Also ich meine, ja, endlich haben wir dann auch eine Originalgröße drin und damit werden wir dann wahrscheinlich auch einen ordentlichen Wert erreicht haben, hoffe ich. 208,24 €, das sehen wir gleich. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir hier auch ein Papier-Inlay haben oder Papp-Inlay, sodass hier nicht irgendwie was, ne, keine Ahnung, also es kann halt genauso in den Pappmüll gegeben werden und recycelt werden. Ja, also von den Produkten, die hier so drin sind, ist es teilweise wirklich richtig cool und teilweise habe ich mir gedacht, also wenn die, ich sag mal, auch nur die Hälfte von den Ampullen genommen hätten und die andere Hälfte mit anderen Produkten, vielleicht auch in diesen 5 Millilitern, das wäre ja noch okay gewesen, aus dem Sortiment halt aufgefüllt hätten oder halt auch mal ein Ton, ich kenne das Sortiment nicht, ne, das ist ein bisschen schwierig jetzt natürlich für mich zu bewerten, aber hätte ich mich gefreut, wenn da halt ein paar andere Steps der Gesichtspflegeroutine noch mit berücksichtigt worden wären oder auch vom Körper vielleicht eine Fußcreme, eine Handcreme, wir haben gar keine Handcreme mehr drin und das wäre wirklich nice gewesen, vielleicht haben die auch Augenpads oder so, das kommt eigentlich auch immer ganz gut in Adventskalendern. Ja, so ist es halt schade, wenn man die Doppelung mit dabei hat, es sei denn, du bist ein ultimativer Binella-Fan, kennst diese Ampullen und freust dich da wie sonst was drauf, dann ist es natürlich cool und preis-leistungstechnisch wird es wahrscheinlich halt auch eine gute Kiste sein, einfach weil die sagen, es ist halt mehr als doppelt so viel wert, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also wenn es eine hochwertige Marke ist, dann haben wir hier definitiv auch sehr, 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 sehr hochwertige Produkte auf dem Tisch liegen. Ich finde halt die 24 super spannend und ich finde auch die Ampullen sehr, sehr interessant und werde mich da auch mal ein bisschen durchtesten. Kennt ihr die Marke schon? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Ansonsten setze ich natürlich auch den Link zum Adventskalender, wie gewohnt, in die Infobox. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!